Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Ich habe hier einen Korb voller Comics und welchen Comic ich euch daraus gleich vorstelle, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Und da haben wir den neuesten Comic, den ich bekommen konnte, von Joe Hill ist das. Ein Korb voller Köpfe. Der ist gerade ganz aktuell bei Panini erschienen, als Softcover-Format und hat 20 Euro gekostet und beinhaltet 188 Seiten. Das ist der erste Comic, der jetzt unter dem neuen Imprint-Label von Joe Hill läuft. Also das ist die Hill House Comics sind das nämlich und ja, ziemlich cool, wird auch unter DC Black Label eben mitveröffentlicht, weil es eben ein eigenständiger, unabhängiger Comic ist, der mit sonst nichts zu tun hat und da DC Black Label sich ja auch dann eher ans erwachsene Publikum richtet, ist der hier sehr gut aufgehoben, der sollte nämlich nicht in Kinderhände geraten. Kurz mal zur Story, es geht hier um June und Liam. Die beiden sind ein Paar und verbringen ihre Sommerzeit auf der Insel Brody Island. Die befindet sich in Maine, so wie ganz oftmals storytechnisch irgendwas von Joe Hill oder eben auch von seinem Vater Stephen King in Maine spielt. Das Ganze ist angesiedelt 1983, genau, da spielt das Ganze. Und die beiden verleben einen schönen, entspannten Sommer zusammen eben, sind gerade erst seit kürzerer Zeit ein Paar und werden dann zum Sheriff eingeladen eben in das Haus vom Sheriff und da passieren dann auf einmal Ereignisse, ein Gefangenentransport hat einen Unfall, wo dann vier Gefangene ausbrechen und der Sheriff zieht halt eben daraufhin los, um dem Ganzen auf die Spur zu kommen, was denn da passiert ist. Er möchte eben die Gefangenen so schnell wie es geht wieder einfangen und June und Liam bleiben eben dann bei ihm zu Hause. Allerdings hat es zwei von diesen Gefangenen dorthin verschlagen und daraufhin versuchen die beiden sich eben zur Wehr zu setzen. Liam verschwindet und June befindet sich auf einmal alleine in dem Anwesen des Sheriffs, wo zwei Straftäter halt eben Jagd auf sie wohl machen wollen und sie schnappt sich eine uralte Wikinger-Axt und versucht sich dann mit dieser Axt eben durchzukämpfen und zur Wehr zu setzen und natürlich, wie der Titel es schon verspricht, werden Köpfe rollen. Und ja, wie sie rollen und was dann auch mit diesen Köpfen geschieht, weil so viel sei gesagt, nur weil ein Kopf ab ist, muss er nicht unbedingt stumm bleiben. Ja, aber mehr sage ich dazu halt nicht. Dann müsst ihr den hier wirklich lesen. Der war sehr unterhaltsam. Ich würde mal sagen, wer eben auf Horror-Comics steht oder eben auch gerade auf Comics, die so ein bisschen 80er-Flair eben vertreiben oder so auf palpige Comics, für die ist Ein Korb voller Köpfe auf jeden Fall eine echte Empfehlung. Was mir nicht so gut gefallen hat, war tatsächlich, muss ich jetzt einfach vorab sagen, dass das, ich weiß nicht, er ist wesentlich textlastiger, als ich dachte, was ja nicht immer unbedingt verkehrt ist, aber ich bin da, glaube ich, mit falschen Erwartungen einfach rangegangen. Wenn man sich dieses wunderschöne Cover halt eben anschaut, hat man eben nicht unbedingt so den Eindruck, so, oh cool, da werden wir jetzt eine riesige Story bekommen, die extrem viel Text hat. Also zumindest bin ich da nicht so rangegangen. Und dadurch, dass diese Köpfe, die rollen, auch nicht wirklich stumm bleiben, was sehr interessant ist als Prämisse so, aber man hat halt eben extrem viele Dialoge und die ziehen sich nach meiner Meinung manchmal in diesem Comic auch etwas hin. Nichtsdestotrotz, wenn es zur Sache geht, geht es zur Sache. Das macht dann auch echt Spaß. Action-technisch ist das dann ziemlich gut umgesetzt. Da werden eben Horror-Leute, Freunde eben absolut ihre Freude dran haben. Hatte ich auch. Dadurch war der dann eben auch dann einfach sehr kurzweilig. Und ja, ist eine Empfehlung, gerade jetzt in dieser Oktoberzeit, so Richtung Halloween, kann man den auf jeden Fall gut lesen.
ja, für Leute, die gar nicht auf Horror stehen, macht er dann lieber einen Bogen drumherum. Und wie ich eben schon sagte, Joe Hill ist ja der Sohn von Stephen King. Und ich bin wirklich gespannt, was da noch für weitere Geschichten kommen. Da sind ja noch einige andere Sachen eben angekündigt, ne, die jetzt eben von Joe Hill dann eben auch kommen. Und ich mag das. Ich bin so ein Freund von solchen abgeschlossenen Geschichten eben auch. Ich muss das nicht immer unbedingt über 8 oder 10 Paperbacks irgendwie verteilt haben. Ist mal ganz nett, aber es ist auch schön, einfach mal einen Comic zu kaufen, den durchzulesen und dann ist er auch wirklich einfach durch. Und das hat man hier mit dem. Und ich freue mich auf die nächsten Titel bei Hill House Comics, die dann eben erscheinen werden. Und ja, wie gesagt, kann den empfehlen. Dann schreibt doch mal in die Kommentare rein. Habt ihr auch schon Sachen von Joe Hill gelesen? Der hat ja die wunderbare Reihe Lock and Key kreiert und dafür auch den Eisner Award bekommen. Habt ihr die gelesen oder kennt ihr noch andere Sachen eben von ihm? Er hat ja auch teilweise Kurzgeschichten geschrieben und schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Joe Hill und Stephen King, was sind eure Lieblingstitel von den beiden und was hat euch vielleicht auch gar nicht gefallen? Würde mich auch mal interessieren. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo und auch Likes dann eben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, haut rein.